Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2, heute mit diesen Themen. Dauerwelle. Man könne die Corona-Pandemie nicht in mehrere Wellen unterteilen. Die Bedrohung sei immer da, nur eben in unterschiedlicher Ausprägung, sagt ein Experte. Wir haben mit ihm gesprochen. Straßenkampf. Die Grünen setzen im Wiener Landtagswahlkampf auf ihre Kernthemen. Aber reicht das? In unserer Interviewserie vor der Wiener Wahl ist heute die grüne Spitzenkandidatin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein live zu Gast. Gehen Sie in Deckung. Mit Spitzen von 240 Stundenkilometern ist Hurricane Laura in den USA eingetroffen. Wie man sich dort schützt und was Laura bisher angerichtet hat. Schon wieder liegt sie über 300, die Zahl der Neuinfektionen. 328 Personen ganz genau sind in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einen starken Anstieg können wir mittlerweile seit Mitte August beobachten, und zwar im 7-Tages-Schnitt. Ähnlich hohe Infektionszahlen gab es seit dem Lockdown im April nicht mehr. Sehen wir uns also die Entwicklung der Zahlen seither auf Bezirksebene an. Bis Juni hat sich die Zahl der Neuinfektionen in immer mehr Bezirken reduziert. Grau sind hier dann nur noch jene Bezirke, in denen die Zahl bei Null lag. Seit rund einem Monat wird die Österreich-Karte aber immer wieder dunkler, ganz besonders Wien. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl sind es in der Bundeshauptstadt knapp 40 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Entscheidungsgrundlage für Corona-Maßnahmen auf Bezirksebene soll ab September die schon berühmte Corona-Ampel sein, die heute ihren Testbetrieb gestartet hat. Und wie der aussieht, wissen Harald Jungreutmeier und Margit Feigl. Grün, Gelb, Orange oder Rot. Die Corona-Ampel sagt uns künftig, wie die Lage im Land ist, was geht und was nicht und welche Schutzmaßnahmen nötig sind. Eine 19-köpfige Corona-Kommission aus Experten, Vertretern des Bundes und der Länder empfiehlt die jeweilige Farbe. Die Entscheidung liegt dann bei der Politik, also beim Gesundheitsminister, bei den Landes- und Bezirkshauptleuten. Heute hatte die Ampel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Generalprobe. Ende nächster Woche geht sie offiziell in Betrieb. Überhaupt steht die Politik derzeit ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf den Herbst. Für den Fall, dass allen Bemühungen und Hoffnungen zum Trotz doch Schulen oder Klassen geschlossen werden und die Schülerinnen und Schüler zu Hause betreut werden müssen, wird die Sonderbetreuungszeit für Eltern bis Ende Februar verlängert. Bis zu 3 Wochen haben die Familien die Möglichkeit, hier die Sonderbetreuungszeit in Anspruch zu nehmen, in Abstimmung mit dem Arbeitgeber, nämlich vor allem in einer flexiblen Art und Weise. Also es ist auch möglich, einzelne Tage oder einzelne Halbtage auch hier Sonderbetreuungszeit in Anspruch zu nehmen. Auch jene, die bereits Sonderbetreuungszeit in Anspruch genommen haben, sollen erneut einen Antrag stellen können. Die Kosten werden den Arbeitgebern zu einem Drittel vom Bund ersetzt. Ausgeweitet wird das Testprogramm im Tourismus. Seit Juli können sich die Mitarbeiter der Hotellerie testen lassen, ab September auch jene der Gastronomie. Wir haben natürlich auch weitere Ausweitungsschritte für diese Betriebe und beziehungsweise für die gesamte Branche in Planung. Das betrifft Fremdenführer, Reiseleiter, Skilehrer, vor allem eben auch Richtung Winter ist das sehr sinnvoll. Für den Infektiologen ist es wichtig, dass wir mit kühlem Kopf in den Herbst gehen. Und dass Großveranstaltungen und Partys in Innenräumen tabu bleiben. Mit dem Motto Maske auf und durch, ja, die Regeln einhalten, diese Kontaktregeln, dann wird der Herbst kein Problem sein. Die besondere Herausforderung ist, dass wir das Vertrauen wiedergewinnen. Ja, und das Vertrauen, dass eben das Leben so funktioniert, wie es eh gut funktioniert und dass es keinen Grund mehr gibt für eine Angst. Die Corona-Ampel sieht er grundsätzlich positiv. Ich hätte es gerne schon vor ein paar Monaten gehabt, aber ich bin sehr froh, dass es kommt. Es ist jetzt transparent. Volle Transparenz, wie die Corona-Ampel im Detail ausschaut, das erfährt die Öffentlichkeit erst kommenden Freitag. Da gehen die Risikoabschätzungen für alle Bezirke online. Und Christoph Wenisch vom Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien, den Sie soeben im Beitrag gesehen haben, ist heute zu Gast bei Roman Raffreider in der ZIB-Nacht um 23 Uhr in ORF 1.
Die Grünen regieren seit Jahresbeginn auf Bundesebene mit der ÖVP. In einigen Bundesländern tun sie das schon länger. So hat etwa Tirol eine Koalition aus ÖVP und Grünen, seit vergangenen Herbst auch Vorarlberg. In Salzburg sind die Neos die Dritten im Bunde. In Oberösterreich stellen die Grünen wegen des Proporzsystems einen Landesrat. Und in Wien gibt es seit mittlerweile fast 10 Jahren eine Koalition zwischen den Grünen und der SPÖ. Die meiste Zeit mit Michael Häupl und Maria Vassilakou an der Spitze. Seit 1,5 Jahren ist Birgit Hebein Vizebürgermeisterin an der Seite von Häupls Nachfolger Michael Ludwig. Bei der Landtagswahl am 11. Oktober stellen sich beide erstmals der Wahl. Wie es Hebein anlegt, frage ich Sie gleich hier im Studio. Zuvor aber noch Peter Papuzki und Stefanie Leodolter mit der Ausgangslage. Die Wiener Grünen und Autos. Das ist ein Gespann, das so gar nicht zusammenpassen will. Noch vor der Wahl sollen die Kraftfahrzeuge aus der Innenstadt verschwinden. Zig Ausnahmen der neuen Regeln werden den Verkehr aber weit weniger reduzieren als geplant, meinen Fachleute. In der Leopoldstadt, dem zweiten Wiener Gemeindebezirk, haben die Grünen 2015 die meisten Stimmen geholt. Sogenannte Pop-up-Fahrradwege, also zeitlich begrenzte Fahrspuren für Fahrräder statt Autos, sorgen hier mitunter für Wirbel im Verkehr. Wie auch eine flächendeckende 30er-Zone innerhalb des Gürtels. Naja, es sollte nicht ein Gegeneinander sein. Also 30 ist sicher zu wenig, weil auch die Radlfahrer mehr als 30 fahren meistens. Ja. Nur, dass man immer den Autofahrern ein bisschen was wegnimmt zugunsten der Radfahrer, ist, glaube ich, auch für das Klima der beiden Gruppen zueinander nicht ganz gut. Und dennoch können die Grünen fast gar nicht anders, sagt der Politologe. Das grüne Thema ist Umwelt, in Wien insbesondere auch in Verbindung mit Verkehr. Da ist die Themenlandschaft nicht mehr so günstig wie 2019, als alle über Umwelt gesprochen haben. Man muss aber weiterhin dieses für die Grünen bestmögliche Thema besetzen. Denn ihre zweite ursprüngliche Stärke, wir sind auch die Kontrollpartei, die kann man nicht mehr so kommunizieren, wenn man sowohl in der Stadt Wien wie auch auf Bundesebene ja mittlerweile selbst regiert. Also derjenige ist, der kontrolliert werden soll. Genau das fordert der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler. Sinn oder Sinnlosigkeit? Dieses laut Grünen-Chefin rot-grünen Vorzeigeprojekts eines Schwimmbeckens mitten auf einer Kreuzung soll geprüft werden. 150.000 Euro hat es bisher gekostet. Die Idee polarisiert, auch in der Bevölkerung. Da will ich mich gar nicht äußern dazu, weil das ist nicht okay. Nicht okay. Nein. Warum nicht? Wenn man in ein Schwimmbad geht, glaube ich, ist das mehr wie dort. Das ist unnötiges Geld. Man, mit dem Geld könnte man wieder was anderes, was Besseres, was Wichtigeres machen. Das ist leider die österreichische Mentalität, die auf alles schimpft, was probiert wird. Ja, das kostet was. Ja, es ist vielleicht ein schlechtes Jahr heuer. Dafür kann aber die Initiative, die so etwas startet, nichts. Die Grünen haben also durchaus an mehreren Fronten zu kämpfen. Aber die Frage, gegen wen sie eigentlich politisch kämpfen, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Für die Grünen stellt sich in Wien die ganz banale Standardfrage, wer ist eigentlich unser Gegner? Da sucht man sich üblicherweise eine große Partei, das wäre in Wien die SPÖ, die ist aber ein Partner. Die zweitgrößte Partei ist dann die ÖVP, in Bundesebene klar führend, aber die ist dort dummerweise ein Partner. Bleiben noch Autos und Beton als erklärte Feinde der Wiener Grünen. Und die Spitzenkandidatin der Grünen, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, ist jetzt live im ZIP2-Studio zu Gast. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Vizebürgermeisterin, beginnen wir mit dem Thema, das die Menschen wahrscheinlich mehr interessiert, derzeit noch als Puls am Wiener Gürtel, nämlich der Frage, wie die Corona-Epidemie unser aller Leben im Herbst beeinflussen, beeinträchtigen wird. Nirgends gibt es so viele Infizierte wie in Wien. Ich habe das vorher schon in der Grafik hergezeigt. Mit welchem Plan geht denn die Stadt Wien? Mit welchem Plan gehen Sie in diesen Herbst? Die Zahlen sind natürlich sehr ernst zu nehmen. Nicht vergessen darf man, dass wir in einer Millionenstadt leben. Wir testen sehr viel. Daher auch einer der Gründe, warum die Zahlen steigen. Wir sind gut vorbereitet und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir sehr gut mit dem Bund zusammenarbeiten. Das werden wir nur gemeinsam auf die Reihe kriegen. Hier vertraue ich sehr auf die besonnene Art von Rudi Anschober.
Der Bund ist für diese Corona-Ampel zuständig, namentlich Gesundheitsminister Anschober. Wir haben gehört, Ende kommender Woche werden wir überhaupt erst erfahren, wie diese Ampelschaltung aussieht. Ab 7. September soll sie dann aber schon in Kraft treten. Wenn man die Zahlen jetzt ansieht, könnte man zu der These kommen, Wien könnte auf Gelb geschaltet werden. Wissen Sie, was das bedeuten würde, wenn die Ampel auf Gelb steht in Wien? Das, was ich weiß und was alle wissen sollten, ist, dass die Experten und Expertinnen entscheiden werden, welche Maßnahmen dann sinnvoll sind. Ich halte überhaupt nichts davon, dass Politikerinnen jetzt plötzlich Virologinnen werden. Hier muss man auf Expertise vertrauen, auf Transparenz und letztendlich auf Rudi Anschober. Aber wissen Sie es? Hat Rudi Anschober Ihnen gesagt, was Gelb bedeuten würde? Ich bin mit ihm in regelmäßigen Austausch, sehr guten Kontakt. Das Entscheidende, glaube ich, jetzt auch zu vermitteln ist, Schulbeginn, unglaublich viele Gespräche finden statt von Familien. Alle besorgt, dass nicht die gesamte Schule geschlossen wird, gesamte Klassen geschlossen werden, dass dann Einzelne, die positiv getestet werden, man darf nicht vergessen, Schutz der Kinder geht vor, isoliert werden. Ich vertraue hier tatsächlich auf die transparente Expertise, auf die Expertinnengruppe, die ja extern ist, und letztendlich dann auf die gemeinsame Kooperation Wien-Bund. Der Bundeskanzler wird morgen Vormittag eine Rede halten, in der er, so viel weiß man jetzt schon, den Österreicherinnen und Österreichern wohl sagen wird, das wird ein sehr schwieriger Herbst. Womit rechnen denn Sie? Rechnen Sie damit, dass noch im September die Wienerinnen und Wiener mit Mund-Nasen-Schutz auch abseits von Supermärkten, Krankenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein müssen? Sprich überall beim Einkaufen, eventuell auch in Lokalen, wird die Theater, die Oper, die Konzertsaison so beginnen können, wie sich das die Kulturstadt Wien wünscht? Ich kann es nicht ausschließen. Niemand kann es, weil es tatsächlich darum geht, das genau zu beobachten. Das Entscheidende ist auch, finde ich, dass wir jetzt jene unterstützen, die es besonders schwierig haben. Das heißt, dass die Hilfen der Bundesregierung auch tatsächlich ankommen. Ich will nicht durch unser Wien marschieren und jedes dritte Lokal wird geschlossen. Das heißt, hier muss noch rascher geholfen werden. Und wir Grünen haben vorgeschlagen, dass auch wir als Stadt Wien hier in die Offensive gehen. Wir sind der größte Arbeitgeber. Wir haben 65.000 Beschäftigte, eine 35-Stunden-Woche. Ja, das ist eine Forderung von tatsächlich, Ihnen, die bekannt ist. Ich finde das sehr ernst zu nehmen, denn die Arbeitslosigkeit macht den Menschen Sorgen. Sie haben ja gefragt, wie soll es jetzt im Herbst weitergehen. Hier auch Maßnahmen zu setzen, dass die Stadt Wien vorangeht, halte ich für richtig. Peter Filzmaier, haben wir vorhin gehört, der hat gesagt, Ihnen fehlt so ein wenig der Außenfeind. SPÖ fällt weg, weil mit der regieren Sie im Land. ÖVP fällt weitgehend weg, weil mit der regieren die Grünen im Bund. Sie sind eine der wenigen, die den Bundeskanzler immer wieder kritisiert hat, weil die ÖVP keine Flüchtlinge, keine minderjährigen Flüchtlinge aus den griechischen Inseln aufnehmen will. Jetzt ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, wenn die Grünen in der Regierung sind, müssten sich grüne Wählerinnen und Wähler dann nicht darauf verlassen können, dass das passiert, weil das ist eine Forderung, die viele Grüne teilen. Fordern Sie da nicht eigentlich etwas auch von Ihrer eigenen Partei und nicht nur vom Bundeskanzler? Für mich ist eine Schmerzgrenze erreicht, wenn man es nicht schafft, allen voran Herr Bundeskanzler Kurz, dass man ein paar hundert Kinder aufnimmt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich menschlich in keinster Weise nachvollziehen. Und da kritisiere ich sehr wohl die türkise Partei, weil hier eine Grenze erreicht ist. Aber das heißt, die Grünen auf Bundesebene sind in dieser Frage zu schwach? Die Grünen sind auf Bundesebene in einer Koalition, so wie auch ich in Wien in einer Koalition bin. Wir haben jetzt Wiener Wahlkampf und da werden wir entscheiden oder wird die Wahl entscheiden, geht es in Richtung Zukunft, Klimahauptstadt Wien, Offensive, weil da läuft uns die Zeit davon, oder geht es zurück mit einer ÖVP, wo man alles wieder zubetoniert oder privatisiert. Ich glaube, das wird die Entscheidung sein bei der Wiener Wahl, in welche Richtung sich die SPÖ entscheidet. Ja, es tut Ihnen aber schon auch weh, wenn Sie sagen, es tut Ihnen weh, dass die Flüchtlinge nicht aufgenommen werden, dann tut es Ihnen auch weh, dass Ihre eigene Partei das nicht durchsetzt. Ja, natürlich.
Aber so ist die Demokratie. Es gibt zwei Partner, Partnerinnen. Manchmal setzt sich der eine durch, manchmal der andere. Nichts anderes ist es auch in Wien. Schauen wir auf die Wiener Themen. Da sehen wir Restriktionen für Autofahrerinnen und Autofahrer. Temporäre Begegnungszonen, Pop-up-Radwege heißt so schön. Die Forderung nach Tempo 30 innerhalb des Gürtels. Wenn ich mir die Zahl der zugelassenen Pkw ansehe, seit die Grünen in der Regierung sind, das habe ich heute getan in den vergangenen 10 Jahren, dann ist die nicht nur stagniert, sie ist doch nicht zurückgegangen, sie ist gestiegen von 669.000 auf 714.000. Sie können offensichtlich den Wienern das Autofahren nicht abgewöhnen. Was tun Sie denn dann für Autofahrer? Warum sollte ein Autofahrer die Grünen überhaupt wählen in Wien? Moment einmal. Die Stadt Wien ist auch in den letzten 10 Jahren um hunderttausende Leute angewachsen. Also ihre Rechnung stimmt nicht ganz. Und ich muss gleich mit einem Vorurteil aufräumen. Ich war selber unlängst beim Baumarkt Stichsäge besorgen und Bretter und habe mir auch ein Auto ausgeborgt. Ich finde, wir haben jetzt keine Zeit mehr, dass wir Autofahrer gegen was auch immer, Menschen, Fußgeherinnen, Radlerinnen ausspielen. Wir haben eine Klimakrise und die ist sehr ernst zu nehmen. Wenn wir nämlich nichts tun, heizt uns unsere Stadt um 8 Grad mehr auf. Wir haben einen gemeinsamen Beschluss in der Koalition. Das heißt, wir reduzieren den CO2-Ausstoß, die Abgase um die Hälfte bis 2030. Und das heißt aber auch handeln. Und ja, dazu gehört eine autofreie Innenstadt, Tempo 30 und eine neue Parkraumbewirtschaftung. Nicht immer gehen Sie so Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister. Sie haben, das hat sehr viel Aufsehen erzeugt, mit dem Bezirksvorsteher der inneren Stadt, dem Herrn Fiegel von der ÖVP, gemeinsam eine autofreie City bekannt gegeben. Jetzt kann von autofrei keine Rede sein, denn es gibt 16 Ausnahmen. Wollten Sie den Wiener Bürgermeister dann nur ärgern mit dieser Maßnahme? Aber nein, wir haben gemeinsam entschieden, dass wir was gegen die Klimakrise tun, nämlich für die Kinder und Enkelkinder, für die nächsten Generationen. Und das heißt auch konkret handeln. Und dazu gehört, sonst können wir die ganzen Beschlüsse irgendwo hinterbeziehen, dazu gehört eine autofreie Innenstadt genauso wie eine Verkehrsreduktion. Aber hier. Sie ist ja nicht autofrei. Ich kann mit dem Taxi reinfahren, wenn ich dort einen Betrieb habe, kann ich reinfahren. Ich kann 1000 Gründe. Von mir aus 16. Können Sie es Rosengarten nennen. Der entscheidende Punkt ist, warum tun wir das? Natürlich ein generelles Fahrverbot ist das Gebot der Stunde. Ich bin auch davon überzeugt, dass es kommen wird, über kurz oder lang, da führt kein Weg vorbei. Und die Ausnahmen, ja, die sind für die Anrainer, für den Lieferverkehr, für die Rettung, für die Polizei ganz normal. Das nennt man halt autofreie Stadt. Aber ich gehe einen Schritt zurück, weil es mir... Na bitte nicht, wir haben nicht mehr so viel Zeit. ...sehr wichtig ist. Sie haben nämlich auch ein bisschen angedeutet, das mit dem Pool und den Radwege und so weiter, das sind alles Kleinzeugs. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das kann man schon lächerlich machen. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir den öffentlichen Raum den Menschen zurückgeben, weil 2/3 in unserer Stadt ist verparkt. Auch das heißt handeln und ich freue mich über jedes Kind, das sich erfreut hat am Pool. Aber ich bin am Pool jetzt vorbeigefahren, mit dem Auto wohlgemerkt, gebe ich Ihnen gleich zu. Das ist ein wirklich sehr, sehr kleiner Raum. Also den öffentlichen Raum zurückgeben, gibt es da nicht bessere Varianten, die vielleicht nicht 150.000 Euro kosten, wenn man Menschen den öffentlichen Raum zurückgeben will? Es gibt nicht bessere Möglichkeiten, sondern viel mehr Möglichkeiten. Ich habe letztes Jahr mit 3 coolen Straßen begonnen. Das heißt, ich habe sie frei gemacht von Autos für die Bewohnerinnen vor Ort mit Beschattung. Aber es geht ja jetzt um den Pool. Moment, das gehört nämlich zusammen. Und hunderte an Bäume gepflanzt, was enorm wichtig ist. Und heuer haben wir 18 solcher Straßen, noch 5 weitere, die dauerhaft sind. Und eben den Pool. Vergönnen wir doch den Menschen was, dort leben ja auch tausende von Leuten entlang des Pools. Es hat zu keinem Verkehrschaos geführt. Im Gegenteil, ich bin aber zu hohen Kosten. Ja, es ist immer eine Frage, was vergönnt man den Menschen vor Ort? Ich bin ja davon überzeugt, wir brauchen viel mehr solcher Kinderbäder in ganz Wien, weil wir so oder so für Abkühlung sorgen müssen. Gut, Sie verteidigen den Pool, das ist natürlich nicht verwunderlich. Zurück nochmal, weil wir schon sehr, sehr knapp jetzt in der Zeit sind, zur Frage, mit wem Sie jetzt eigentlich regieren wollen. Sie haben gesagt, Sie wollten Bürgermeister Ludwig nicht
nicht ärgern mit dieser Initiative. Als Annäherung an die ÖVP wurde das dennoch gewertet, diese gemeinsame Aktion mit dem Bezirksvorsteher der inneren Stadt. Das Rechnerische jetzt einmal beiseite gelassen, weil es einfach als Gerücht immer wieder aufpoppt. Würden Sie sich unter irgendeiner Konstellation von Stimmen der ÖVP und etwa der NEOS, die müsste man noch extra dazu befragen, zur Bürgermeisterin wählen lassen, auch wenn Michael Ludwig Nummer 1 wird? Nein, und das habe ich schon x-mal klargestellt. Schließen Sie aus. Die Entscheidung ist, geht es mit den Grünen, die der Taktgeber in der Koalition sind, voran in Richtung Klimahauptstadt oder geht es zurück in eine alte Betoniererpartei? Ich bleibe dabei. Und das Zweite, was Sie jetzt noch angesprochen haben, ist, ich bin gegen Experimente und das ist mir extrem wichtig. Ich merke auch nicht in der Stimmung, in der Bevölkerung, dass nach 10 Jahren Rot-Grün, nach 10 Jahren lebenswertestes Wien, lebenswerteste Stadt, die Leute irgendeine Veränderung wollen. Das heißt, Ihre Ansage ist Rot-Grün oder Opposition? Was anderes kommt für Sie nicht in Frage? Ja. Dann kommen wir noch kurz zu einer Zahl, das geht ja ganz schnell. Sie lagen 2015 bei 11,8%, in den Umfragen jetzt zwischen 15 und 17. Das Wiener Ergebnis bei der Nationalratswahl war deutlich drüber, nämlich 20,7. Was ist Ihr Ziel für den 11. Oktober? Das beste Ergebnis der Wiener Grünen, das wir in Wien hatten. Also, eine Zahl? Nein, das beste Ergebnis meine ich tatsächlich so, es liegt mir nicht, irgendwelche Zahlen zu nennen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das machen werden. Aber die 20,7 peilen Sie nicht an von der Nationalratswahl? Wir reden von einem Landtagswahlergebnis. Frau Hebein, danke fürs Kommen. Ja, gerne, danke schön. Und wir schauen jetzt nach Ungarn, das in den vergangenen 10 Jahren unter Ministerpräsident Viktor Orbán in vielerlei Hinsicht einen Wandel erlebt hat. Einen Wandel, der so signifikant ist, dass der einem breiten ORF-Publikum bestens bekannte Journalist und Publizist Paul Lendwey seinem Buch Ungarn, eine tausendjährige Geschichte, 2 weitere Kapitel hinzugefügt hat. 2 Kapitel, in denen Lendwey mit Orbán selbst, aber auch mit der internationalen Öffentlichkeit hart ins Gericht geht. Stefanie Simpkins hat mit Paul Lendwey gesprochen. Der strahlende Sonnenschein beim Interview mit Paul Lendwey in Altaussee steht in krassem Gegensatz zum düsteren Bild, das er von der aktuellen politischen Lage in Ungarn zeichnet. Galt das Land nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989 noch als Hoffnungsträger liberaler Politik in Osteuropa, habe Viktor Orbán seit seinem Wahlsieg 2010 die Demokratie de facto ausgehebelt. Sehr wichtig ist und vielleicht das Wichtigste, dass Ungarn in diesen 10 Jahren zum zweitkorruptesten Land der Europäischen Union nach Bulgarien geworden ist. In Sachen Pressefreiheit sieht es nicht besser aus. Seit dem Aus für die unabhängige Nachrichtenseite Index Ende Juli sind mittlerweile so gut wie alle ungarischen Medien staatlich kontrolliert. Alle Zeitungen werden nicht vernichtet, sondern übernommen. Die Journalisten werden nicht eingesperrt, nur verlieren sie ihren Job und die Ja-Sager kommen. Also es ist sehr, sehr geschickt organisiert. Es ist eine Zwischenstation zwischen Demokratie und Diktatur, ein autoritäres System. Orbán regiert mit parlamentarischer Zweidrittelmehrheit und besetzt Schlüsselpositionen wie Richter und Staatsanwälte mit Verwandten und Vertrauten. Rund 42 Milliarden Euro seien in den letzten 10 Jahren seitens der EU nach Ungarn geflossen. Gelder, die Orbán als Staatsaufträge großzügig an Sympathisanten verteilt. Neben Medien kontrollieren Orbáns Günstlinge Hafenanlagen, Papierfabriken, ja selbst Schlösser. Die von der EU eingeleiteten Korruptionsverfahren führen ins Nichts. Der oberste Staatsanwalt ist seit 15 Jahren ist in dieser Funktion, wurde für 9 Jahre jetzt verlängert und ein alter Freund der Orbán-Familie. Die internationale Öffentlichkeit und auch die Europäische Union seien viel zu passiv. Die Europäische Volkspartei beschuldigt Lendwey gar der Heuchelei. Längst hätte sie Orbán ausschließen müssen. Letztendlich aber liege die Verantwortung bei den Ungarn selbst. Die Würfel fallen in Ungarn selbst, wenn die Ungarn und die Zivilgesellschaft nicht stark genug ist, das zu verhindern, dann kann
auch der Westen oder die Europäische Union nichts machen. Schwacher Trost in Lendweis Buch. Ungarn habe in seiner mehr als 1000-jährigen Geschichte schon oft überrascht und könne das jederzeit wieder tun. Wir berichten heute noch über das, was Hurricane Laura, der mit Windspitzen von 240 Stundenkilometern an Land getroffen ist, in den USA bereits angerichtet hat und was noch zu befürchten ist nach den Meldungen des Tages. Angesichts steigender Infektionszahlen verschärfen mehrere EU-Länder ihre Corona-Maßnahmen. In Deutschland wird es bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Mindestbußgeld von 50 Euro geben. Das kündigt Bundeskanzlerin Merkel an. Großveranstaltungen sollen bis Jahresende verboten bleiben. Frankreich weitet die Maskenpflicht morgen auf ganz Paris aus. In Spanien sollen Schulkinder ab 6 Jahren im Unterricht Masken tragen. Mit einem beispiellosen Protest haben zahlreiche US-Sportler ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus gesetzt. In der Basketballliga NBA mussten mehrere Spiele verschoben werden, da die Spieler streikten, nachdem am Sonntag ein Afroamerikaner in Wisconsin von 7 Polizeikugeln schwer verletzt worden war. Der Attentäter von Christchurch ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Eine Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung gibt es nicht. Im März 2019 hatte er 2 Moscheen angegriffen und dabei 51 Menschen getötet. Der frühere Chef der Kommerzialbank Mattersburg, Martin Pucher, hat Privatkonkurs angemeldet. Die Schulden belaufen sich laut eigenen Angaben auf rund 65 Millionen Euro aufgrund der Pleite der Kommerzialbank und den daraus resultierenden Schadenersatzforderungen. Hier ist das wahre Damaskus, wo die Bevölkerung... ORF-Reporterlegende Fritz Orter erhält den Axel-Corti-Preis. Als Journalist, Reporter und Korrespondent hat Orter von vielen Kriegsschauplätzen berichtet. Wir bringen uns ja alle um, wenn wir hier nicht rauskommen, nicht? In Anerkennung seines Lebenswerks wird der 71-Jährige mit dem renommierten Fernsehpreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet. Ich habe mich nie als Kriegsberichterstatter verstanden, sondern eher so als Opferberichterstatter, nicht? Also zu zeigen, was Krieg dort anrichtet, wo man ihn wirklich sieht. Und die ganze ZIP2 gratuliert dem großen Friedrich Orter natürlich zu diesem Preis. Er wurde mit Angst und Sorge erwartet. Jetzt hat Hurricane Laura die US-Küste erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern ist Laura im Bundesstaat Louisiana auf Land getroffen. Eine 500.000 Menschen sind den Aufrufen der Behörden gefolgt, haben die Flucht ergriffen. Und damit sich und ihre Lieben wohl vor dem Schlimmsten bewahrt. Bisher wurden 4 Todesopfer gezählt. Auf Lauras Weg durch die Karibik waren es Dutzende. Bedrohlich heult Hurricane Laura durch die Straßen von Lake Charles in Louisiana. Eine Geisterstadt. Fast alle Bewohner haben ihre Häuser verlassen. Für jene, die noch da sind, hat das Hurricane-Zentrum per Twitter Warnungen verschickt und empfiehlt, gehen Sie unter einem stabilen Möbelstück wie etwa einem Tisch in Deckung, mit Matratzen und Polster als Schutz und ja nicht in Fensternähe. Es ist der bisher stärkste Sturm in der beginnenden Hurricane-Saison. Laura hat sich zwar abgeschwächt, ist aber immer noch hochgefährlich. In Louisiana brennt eine Chemiefabrik, kilometerweit peitscht der Wirbelsturm das Meerwasser ins Landesinnere. Das Wasser könnte nicht nur bis zu euren Hosenbeinen, sondern höher als euer Haus steigen. Das kann man nicht überleben. Diese Warnung haben Hunderttausende sehr ernst genommen und sind ins Landesinnere geflüchtet. Den besten Schutz bieten nicht große Notunterkünfte, sondern Hotels, wo sich Familien einschließen können, ohne Kontakt zu anderen. Wir haben viele tausend Hotelzimmer für die Schutzsuchenden gebucht. Die Zerstörungen durch Sturm Laura sind weniger schlimm als befürchtet. Trotzdem gibt es erhebliche Schäden. Nicht nur in einem sogenannten Mobile Home Park, auch an der Infrastruktur. Straßenschilder und Strommasten haben den Böen nicht standgehalten. Hunderttausende sind ohne Strom. Dabei ist das erste Beginn der Hurricane-Saison. Experten rechnen mit einem Rekordjahr für Wirbelstürme, darunter einige noch zerstörerischer als Hurricane Laura. Von allen, die über 30 dabei waren, muss ich mich an dieser Stelle verabschieden. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Wien. Und bei uns in ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Wetterbericht.
Das Wetter stellt sich am Wochenende um. Ein Tief sorgt zumindest im Westen Österreichs für kräftigen Regen. Nach Osten hin bleibt es dagegen hochsommerlich. Von Westen her ziehen bereits morgen Schauer und Gewitter auf. Im Osten und Südosten bleibt es sonnig und trocken. Es weht föhniger Südwind und die Temperaturen erreichen bis zu 30 Grad. Das Wochenende bringt zweigeteiltes Wetter. Zwischen Vorarlberg und Oberkärnten rechnen wir mit großen Regenmengen und starker Abkühlung. Sonst aber bleibt es sehr warm und freundlich. Am Ende der Sendung werfen wir jetzt noch einen Blick in das Studio des Wirtschaftsmagazins Echo zu Dieter Bornemann. Wir zeigen, was Corona für den heimischen Tourismus bedeutet, nämlich Gedränge an den Kärntner Seen, aber Flaute in den Städten. Die Zahl der Nächtigungen bricht dramatisch ein. Dann zeigen wir, warum Gold, Aktien und Anleihen einen Höhenflug haben. Und mit 57 gesunden Lebensjahren sind die Österreicher unter dem EU-Durchschnitt. Trotz guter Angebote zur Gesundheitsvorsorge. Das alles jetzt gleich in Echo nach der ZIP 2. Danke, Dieter. Gleich geht's los, denn wir sind am Ende der Sendung. Danke fürs Zuschauen im Namen des gesamten Teams. Einen schönen Abend noch und eine gute Nacht.